ist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende. Meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer, ehre ich dich, Vater dein Name, werde geheiligt und dein Leben. Deinen Tisch lädst du mich ein, lehre mich bewusst zu leben,
deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf an deinem Herzen ruhen. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich. Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute an Muttertag, und heute ist ja der Tag, wo weltweit an die Mütter gedacht wird, und ich habe heute an Muttertag eine Botschaft. Gott schätzt unsere Mütter sehr. Und wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir, Gott schätzt Mütter nicht nur, sondern er schützt Mütter sogar per Gesetz. Sogar in den 10 Geboten, den Hauptgeboten des gesellschaftlichen Lebens, positioniert Gott das Gebot zum Schutz der Eltern. 2. Mose 20, Vers 12: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ein Gebot, das an alle Menschen gerichtet ist, denn es ist ein Gebot Gottes an alle. Gott ist in Jesus zu uns gekommen, vor etwa 2000 Jahren, und Jesus selbst wiederholt dieses Gebot zum Schutz der Mutter und auch zur Ehre der Mutter, als er vor 2000 Jahren hier war. Du sollst Vater und Mutter ehren, Matthäus 19, Vers 19. Und auch die Apostel wiederholen das, der Apostel Paulus sagt es in Epheser 6, Vers 1 bis 3 ebenso. Und diese Stelle schauen wir uns später an. Es ist also ein Schutz Gottes und ein Befehl, Mütter zu ehren, Väter ebenso. Und sogar innerhalb der 10 Gebote steht es im zwischenmenschlichen Bereich an oberster Stelle. Erst danach kommen die anderen Gebote: Du sollst nicht töten und nicht ehebrechen, nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und noch was alles andere, was deinem Nächsten gehört. Und wir würden das ja anders machen. Wir würden ja sagen, du sollst nicht töten, ist das erste Gebot, würde ich sagen, so nach meiner menschlichen Weisheit. Aber die drei ersten Gebote beziehen sich auf Gott. Und danach das erste Gebot, das im zwischenmenschlichen Bereich das Zusammenleben regelt, ist sofort dieses Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gott ist also Ehre und Wertschätzung für die Eltern sehr wichtig, das müssen wir wissen. Und sogar große Dichter haben diese Rolle der Mutter hochgehalten. Goethe zum Beispiel, er konnte zwar nicht mit dem Gott der Bibel viel anfangen, aber es hat diesen Mann im Herzen gerührt, wenn er eine Mutter sah. Und er schrieb über die Mutter: Es ist nichts reizender, als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf dem Arme. Und nichts ehrwürdiger als eine Mutter unter vielen Kindern. Nichts ehrwürdiger als eine Mutter unter vielen Kindern. Das hat ihn so gerührt. Und so schaute man auf Mütter Jahrtausende und Jahrhunderte. Aber die Gesellschaft hat sich geändert. Mehr als viele glauben. Mütter und Väter stehen bei der jüngeren Generation nicht mehr so hoch im Kurs wie früher. Die Mutter ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt der Familie. Die Gesellschaft, ihre Politik und unser Zeitgeist sieht die Frau eher in der Karriere als in der Familie.
Der letzte Staatspräsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, und damals einer der mächtigsten Männer der Erde, sagte mal: Heute engagieren sich die Frauen in der Industrie und im Dienstleistungssektor und haben daher nicht mehr genügend Zeit, um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen. Dem Haushalt, der Erziehung der Kinder, der Schaffung einer familiären Atmosphäre. Wir haben erkannt, dass viele unserer Probleme zum Teil durch die Lockerung der familiären Verantwortung verursacht werden. Wir haben erkannt. Michail Gorbatschow hat erkannt, dass durch das Umdenken unserer Zeit viele Probleme kommen. Und Entwicklungspsychologen haben festgestellt, wenn Kinder nicht von der eigenen Mutter in den ersten Jahren betreut werden, sind sie in ihrer Entwicklung beschädigt. Die Mütter bauen das Nest der Familie, sie sind Dreh- und Angelpunkt der Gemeinschaft und der Atmosphäre. Und was wir wissen, Gott hat die Prägung und Erziehung der Kinder den Eltern anvertraut, nicht dem Staat. Auch wenn Staatenlenker es anders gesehen haben, bei Gott liegt die Verantwortung für Kinder bei ihren Eltern. Und ich möchte mit euch zusammen einen Blick in Gottes Wort machen und drei Punkte mit euch zusammen besprechen. Und ich habe einen ganz, ganz großen Wunsch, dass wir heute hier rausgehen und den Berg runterfahren und denken, ja, ich bin ein Geschenk meiner Mutter und meine Kinder sind ein Geschenk für mich. Erstens, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Zweitens, die Verantwortung der Eltern. Und drittens, Gottes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dass uns das neu aufgeht heute an Muttertag. Kinder sind ein Geschenk Gottes an Eltern. Liebe Freunde, Gott ist gut. Gott ist immer gut. Immer und überall ist Gott gut. Das ist eine Grundwahrheit, die ein Mensch verstehen muss, wenn er Gott verstehen will. Gott ist immer gut. Kinder wünschen sich oft etwas anderes, als Eltern es wollen, aber gute Eltern wissen, was fürs Kind gut ist, besser als das Kind selbst. Und so können wir wissen, Gott ist immer gut. Er ist ein unendlich gutes Wesen. Ein segnender, schenkender Gott, ein Gott, der Gutes tut und die Menschen beschenken will. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Nun noch einmal, Gott ist gut. Gott ist immer und überall gut. Und wenn wir Kinder bekommen, so kommen sie von Gott. Da gibt es eine Begebenheit in 1. Mose 33 und viele kennen diese Geschichte. Das sind zwei Brüder, Jakob und Esau. Nun, die waren sich nicht immer grün, da sind schlimme Dinge vorgefallen. Jakob, ein Lügner, und der hat seinen Bruder übervorteilt, ihn belogen und betrogen und deswegen musste er fliehen, weil sein Bruder so zornig wurde, dass er ihn umbringen wollte. Es vergehen viele, viele Jahre und nun kommt es nach vielen Jahren zur Begegnung zwischen diesen zwei Brüdern. Und wir lesen 1. Mose 33, Vers 5, und ich finde das sehr bewegend. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder Jakobs und sprach: Gehören diese dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Jakob sagte, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Liebe Mütter und liebe Väter, die ihr hier sitzt, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Gott hat mich mit 4 Kindern begnadigt. Es ist eine Gnade von Gott, Kinder zu haben. Ein Geschenk Gottes. Ein anderes Beispiel, Hannah bekam keine Kinder.
jahrelang keine Kinder. Und sie litt unwahrscheinlich darunter. Und sie betete und Gott erhörte ihr Gebet und sie bekam dann einen Sohn. Und Hannah war eine kluge Frau. Sie wusste nämlich, dass Gott ihr Gebet erhört hat und er ihr den Sohn geschenkt hat. Kluge Menschen wissen, dass Kinder auch von Gott kommen. Leute, die keinen Gottesbezug haben, zweifeln das an. Ich sprach mal mit einem, der sagte ganz frech, ich habe das Kind gemacht. Und jetzt kenne ich ihn ja so gut und ich sag jetzt nicht den Namen, und ich sag, du kannst gar nichts machen. Ich kenne dich doch. Du kannst nicht einen Fingernagel machen. Und als dein Kind geboren war, und es ist alles dran, es ist ein Wunder Gottes, du kannst gar nichts machen. Und da war er doch still. Wir denken heute, wir sind so klug und so fortschrittlich. Wir sind schlauer als alle Milliarden Menschen vor uns, weil wir die fortschrittlichsten sind. Und wir können das. Die Wahrheit ist, wir können es nicht. Es ist ein Geschenk von Gott. Und Hannah vergisst nicht, dass es ein Geschenk von Gott war. Und sie vergisst auch nicht, sich bei Gott dafür zu bedanken, für diese Gnade, die Gott in ihrem Leben geschenkt hat. Und dann sagt sie, ich habe um diesen Knaben gebetet und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. 1. Samuel 1, Vers 27. Liebe Mütter, liebe Väter, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und der weiseste Mensch, der je auf Erden gelebt hat, nach dem Herrn Jesus, war ja der König Salomo. Und er sagte über Kinder als Geschenk Gottes Folgendes in Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und wenn wir jetzt diese Bibelstellen zusammennehmen, und es gibt noch viel mehr, dann sehen wir, Kinder sind also, wenn du Kinder hast, bist du begnadigt, belohnt und beschenkt. Ja, natürlich kenne ich mich auch aus mit Kindern, nicht? Ja, sie können sehr nervig sein. Sie bringen uns wirklich an die Grenzen. Und in der Technik kennt man das, den Endanschlag. Ja, an verschiedenen Maschinen gibt es das, ja, dann knallst, dann bist du am Ende angekommen, nicht? So, und meine Kinder haben mich oft an meinen Endanschlag gebracht. Mein Endanschlag ist richtig verschlissen, ja, weil das immer wieder voll auf Endanschlag ging. Nervlich zum Teil auch. Und ich finde meine vier Kinder die anstrengendsten auf der ganzen Welt. Aber liebe Mütter und Väter, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ich komme zum zweiten Punkt, die Verantwortung der Eltern. Und dieser Punkt ist sehr groß, muss ich sagen. Ich habe mich doch gewundert, als ich die Schrift versucht habe, so ein bisschen nach Prioritäten zu sortieren in Bezug auf Kinder. Und ich habe nur eine kleine Auswahl gemacht, weil ich kann jetzt nicht zu lange predigen. Aber es ist erstaunlich, wie hoch die Verantwortung ist, die Eltern haben. Und ich möchte über diese Verantwortung jetzt sprechen. Eltern haben viele Aufgaben. Sie investieren viel Zeit und Kraft in die Kinder, so ist es normalerweise. Leider gibt es auch Eltern, die ihren Aufgaben und ihrer Verantwortung nicht nachkommen, aber das merkt man sofort. Oft reicht nur ein Blick und man sieht, die Eltern tun nicht, was sie sollen. Da gibt es alle möglichen traurigen Beispiele von Gewalt, Vernachlässigung oder Verwahrlosung. Aber das genau ist nicht Gottes Wille. Gott hat die Kinder nicht nur den Eltern überlassen, sondern er hat den Eltern auch eine Pflicht gegeben, Kinder in seinem Sinne zu erziehen. Und das Wort Pflicht ist schon in gewisser Weise ein hartes Wort. Vor Jahren war meine Frau auch auf Endanschlag und dann sagte sie, du musst dich um deinen Sohn kümmern. Der hatte so irgendwie wenig Lust auf Englisch und Mathematik. Und das hat man an den Noten gesehen und da war einfach wenig zu machen und sie hat geredet und geredet und geholfen und nichts half. Und dann sagte sie, du musst dich darum kümmern, ich bin auf Endanschlag. Und dann habe ich meinen Sohn
in die Küche gerufen und habe ihn gefragt, erkläre mir das Wort Pflicht. Und dann sagt er, ja, Pflicht ist etwas, was ich tun muss. Richtig. Gibt es da irgendeine Auswegmöglichkeit aus der Pflicht? Nein. Und dann haben wir eine Liste gemacht und haben gesagt, so, Mathe, Englisch und Wachteln. Wir hatten Wachteln, also das sind kleine Hühnervögel, ja, die haben gequietscht und gehungert und haben gebettelt, aber er hat sich nicht erbarmt, nicht? Und da haben wir gesagt, so, entweder schlachten und essen oder pflegen, aussuchen, jetzt. Und dann hat er gesagt, pflegen, okay. Und jeden Tag machst du einen Haken dran und ich komme kontrollieren. Du kannst einen Haken dran machen und mich vielleicht belügen, aber denk dran, das wird ja gesehen, das merkt man. Und das Schöne war, er kam seiner Pflicht nach. Eine Woche später kam er in die Küche, schwebte. Ich habe gesagt übrigens, ich unterschreibe ab jetzt alle Klassenarbeiten. Die Mama ist so weich und barmherzig, ich kontrolliere das jetzt. Und dann schwebte er so in die Küche und sagt, Papa, tut mir leid, du musst mir was unterschreiben, weil hast du ja gesagt. Und dann lese ich Mathematik, letzte Seite, sehr gut, minus. Ich schaue meine Frau an und sage, unser Sohn ist doch nicht dumm. Er ist nur faul. Pflicht. Und wenn wir den Pflichten nachkommen, funktioniert das Leben. Kommen wir da nicht nach, funktioniert es nicht. Ob es Mathe ist, ob es Wachteln sind, ob es Ehe ist, was auch immer. Das Wort Pflicht ist schon in gewisser Weise ein hartes Wort, nicht immer einfach. Und ich möchte mit euch zusammen in die Bibel schauen, welche Pflichten Eltern ihren Kindern gegenüber haben. Und das ist jede Menge. Und liebe Geschwister und Freunde, ich möchte heute an Muttertag ganz deutlich machen, Mütter, die diesen göttlichen Aufgaben gewissenhaft nachkommen, verdienen unseren größten Respekt und auch unsere Ehre. Wir schulden ihnen diese Ehre. Und ihr Kinder, eure Mutter, müsst ihr dafür hochhalten. Respekt für diese Leistung. Und jetzt schauen wir uns eine ganze Reihe Pflichten an. In Titus 2, Vers 4 steht, Eltern sollen ihre Kinder lieben, ist ihre Pflicht. Eine weitere Verantwortung, sie haben den Auftrag von Gott, Kinder zu Jesus zu führen. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle, die alle von euch kennen, vermute ich. Aus Matthäus 19, Vers 13 und 14, da schnappen sich Väter und Mütter ihre Kinder und bringen sie zu Jesus. Wir lesen diese Verse, da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, dass es kleine Kinder waren. Sie bringen Kinder zu Jesus. Das ist ein Auftrag der Eltern. Und ich sage immer wieder pädagogisch in unserer Gemeinde, wenn dein Kind 6, 7 oder 8 Jahre ist und es ist noch nicht bekehrt, dann fleh zu Gott, dass das bald geschieht, bevor das Herz zugeht. Kinder lassen sich für die Wahrheit eingangs so leicht zu begeistern. Da reicht es, wenn du ihnen einen Fisch im Bach zeigst und sie jubeln und quietschen. Später fangen sie so einen Fisch und sagen, oh, der letzte war größer. Mit zunehmendem Alter nimmt die Begeisterungsfähigkeit ab. Suche sie zu Jesus zu führen, solange sie noch begeisternd sind. Und das haben Eltern damals gemacht. Und das sollen Eltern auch tun, heute. Gläubige Eltern und besonders Mütter erziehen ihre Kinder für Gott auf. Sie erzählen ihnen von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Salomo hat die Kindererziehung zu Gott hin so beschrieben, in Sprüche 22, Vers 6, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll,
so wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Wisst ihr, es gibt hin und wieder merkwürdige Männer. Die Frauen sind alle in Ordnung, aber die Männer sind hin und wieder schrecklich merkwürdig. Ja? Und oft denke ich, wieso hat sein Vater es ihm nicht gesagt? Wieso hat sein Vater ihm nicht gesagt, putz die Zähne? Es gibt Männer, die haben keine Zahnbürste. Es gibt Männer, die waschen sich nicht. Warum hat es ihr Vater nicht gesagt? Hin und wieder habe ich meinen Kindern gesagt, waschen ist Zeit. Irgendwie nicht beigebracht, sich ans Richtige zu gewöhnen. Früh beibringen. Kleinste Dinge, aber auch große Dinge. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Und wenn du siehst, da ist ein Mensch, da ist alles in Ordnung. Wisst ihr, was ich dann weiß? Seine Eltern haben einen guten Job gemacht. Oh, wie wichtig ist diese Erziehung. Gläubige Mütter haben oft den Hauptanteil an dieser Erziehung. Aber auch die Väter nimmt Gott in die Verantwortung. Wir lesen in Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Oh, ihr Väter, weisen wir unseren Kindern den Weg zu Gott? Erklären wir ihnen den wunderbaren Charakter Gottes, seine Liebe zu uns Menschen? Öfters frage ich nach, weil mich das so interessiert. Menschen, die ich auch kenne, viele haben vielleicht auch die Frage von mir gehört, haben deine Eltern mit dir über Jesus gesprochen? Und da gibt es eine ganze Reihe, die mir sagen, niemals. Und ich verstehe das nicht. Ich finde das ganz schlimm. Das ist meine Hauptaufgabe, ihnen von Jesus zu erzählen und ihnen zu sagen, was recht ist und was nicht. Hin und wieder auch zu ermahnen, dass ich sage, das machst du jetzt nicht. Hier ist Schluss, das tust du dem nicht an. Du willst ja auch nicht, dass man dir das antut. Das ist nicht in Ordnung, hast du mich verstanden? Ich habe meinen Kindern damals auch abverlangt zu sagen, zu antworten, ja Papa, dass ich weiß, es ist angekommen. So nicht. Es gibt Dinge, die sind Sünde vor Gott. Und wenn du das frühzeitig beibringst, halten sie sich daran. Und wir können auch in einem Zimmer mit 6 Mann im Urlaub übernachten und haben 0 Konflikte, weil wir es gelernt haben, miteinander richtig umzugehen. Wenn aber jeder macht, was er möchte, dann wird es schwierig. Hast du mit deinen Kindern gesprochen über den guten Herrn im Himmel, über seinen guten Charakter, über seine Liebe zu uns Menschen? Hast du deinen Kindern auch erklärt, wie man in den Himmel kommt? Das ist so wichtig, so wichtig. Hast du ihm gesagt, dass Gott im Himmel seinen Sohn geschickt hat ans Kreuz? Und dass es das Teuerste war, was er hatte. Gott ist reich, ihm gehört alles Gold. Der Himmel wird voller Gold sein, die Stadt, die Straßen. Das Unwichtigste sind ja irgendwie Straßen bei uns. Bei uns ist alles kaputt, ja. Wenn ich nach Holland fahre, ist mein Auto leise und hier donnert alles und ich denke, was ist los? Ach, das sind ja die Schlaglöcher bei uns, nicht? Ist alles kaputt. Aber die Straßen im Himmel sind aus reinem, feinem Glasgold, wird dort gesagt. Gott ist reich, aber er gibt das Wertvollste, seinen Sohn. Und vielleicht fragst du dich, wieso ist er nicht selbst ans Kreuz gegangen? Er hat ja nur seinen Sohn geschickt. Weißt du, ich bin Vater von 4 Kindern. Und mir wäre es viel einfacher, selbst zu sterben, wenn ich es aussuchen könnte, als dass ich mein Kind schicke. Das war viel schwerer, seinen Sohn zu schicken ans Kreuz auf Golgatha, als selbst zu gehen. Und wenn dir das nicht reicht, dann ist der reiche Gott bankrott. Denn mehr kann er nicht geben als seinen Sohn. Und hast du deinen Kindern gesagt, was es Gott gekostet hat, seinen Sohn zu opfern, damit du und ich in den Himmel kommen können, wenn wir an Jesus glauben? Hast du es ihnen beigebracht? Wenn du unterwegs bist, im Wald vielleicht, bei einer Autofahrt, wir sind ja viel zusammen, wenn die Kinder zu klein sind.
Kommen wir unserer Verantwortung nach, damit unsere Kinder an Jesus glauben und nicht verloren gehen? Und spürt ihr diese Verantwortung, wie hoch sie ist? Die ist nicht leicht. Aber welch ein Segen, wenn du alt wirst und schaust auf deine Kinder, die an Jesus glauben, dass sie nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Ich habe einige Freunde, die ich ausgesprochen lieb habe, für die ich auch regelmäßig bete. Sie haben ungläubige Kinder. Das sind anständige Kerle, einfach nur nicht gläubig. Die Bibel sagt, sie sind verloren. Und verloren ist verloren. Und wisst ihr, was das schönste Gefühl ist in meinem Brustkorb, wenn ich an meine 4 Kinder denke? Alle gerettet. Alle gläubig. Ich werde sie im Himmel wiedersehen. Das ist das schönste Gefühl. Und nicht, der eine ist ganz toll in Mathe, der andere hat einen ganz tollen Beruf. Das sind alles schöne Dinge. Aber das ist das Schönste, was es gibt. Alle gerettet. Welch eine Freude zu sehen, wie deine Kinder auf dem schmalen Weg zum Leben unterwegs sind und nicht auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und deswegen sagt Paulus zu den Vätern: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Sagt ihnen, was richtig und falsch ist, und erzählt ihnen das Evangelium von Jesus Christus. Darum mühen sich gläubige Väter, sie erzählen von Jesus und ermahnen die Kinder auch, das ist wichtig. Und nicht nur zuschauen und sagen, Hauptsache, meine Kinder lassen mich in Ruhe oder sie haben ihren Spaß. Nein, sie haben eine Verantwortung für die Kinder. Eine weitere Verantwortung: gläubige Eltern unterweisen ihre Kinder im Wort Gottes. Die Kinder kennen die Bibel, denn die Eltern haben ihnen daraus vorgelesen. Es gibt schöne Beispiele von großen Männern der Geschichte, wo die Mütter die treibende Kraft waren, dass das große Männer Gottes geworden sind. Ich denke jetzt auch hier in Deutschland an Pfarrer Wilhelm Busch. Was hatte er für eine Mutter? Eine bibelfeste Frau, eine Heldin, die jedem einzelnen der vielen Kinder die Bibel lieb machte. Ihre Söhne wurden großartige Männer, großartige Prediger, die vielen Menschen den Weg in den Himmel zeigten. Warum? Weil ihre Mutter eine Frau der Bibel war. Sie liebte die Heilige Schrift, Gottes Wort. Ich erinnere mich an eine Predigt von Wilhelm Busch, da sagte er: Ich weiß nicht, was heute los ist in unserer Zeit. Wir haben Waschmaschinen, das ist jetzt Jahrzehnte her, ja, da hat er drüber gestaunt. Wir haben Waschmaschinen, ja, wir haben noch viel mehr, wir haben für alles eine App. Ja? Und Thermomix und weiß ich nicht, und den automatischen Staubsauger, du musst nur noch die Gabel in den Mund führen bald, nicht? Selbst das ist schwer. Es gibt schon Kühlschränke, die sagen, was fehlt, nicht? So. Und wir haben trotzdem keine Zeit. Und sagt er, wenn jemand mir das mal erklären kann, warum wir keine Zeit haben. Und meine Mutter, sie hatte alle Kinder durchgewaschen, keine Waschmaschine, sondern ein Waschbrett. Feuer gemacht, alle durchgekocht, zur Schule gebracht, alles beigebracht. Und jeden Morgen früh las sie einige Kapitel in der Bibel. Ich glaube, es waren 6, ich erinnere mich nicht ganz genau, waren es vielleicht 8. Jeden Morgen. Und abends erzählte sie den Kindern von Jesus. Was sind das für Männer geworden, die auf der Kanzel standen? Hunderte bekehrten sich. Und wenn ich im Himmel bin, da werde ich viele kennenlernen. Ich bin durch Wilhelm Busch zum Glauben gekommen. Du wirst dich wundern, wie viele zum Glauben kamen durch diese Männer. Sie hatten eine Mutter, die hat ihnen die Bibel lieb gemacht. Und ich muss euch sagen, wahrscheinlich ist es das Schwierigste in unserer Erziehung, Kinder für das Wort Gottes zu begeistern. Aber viele Mütter und auch Väter haben das geschafft. Und wie haben sie es geschafft, ihre Kinder für die Bibel zu begeistern? Indem sie selbst Bibelleser waren. Ich kann dir was sagen, du begeisterst keinen, wenn du selbst nicht begeistert bist. Und ich liebe Gottes Wort, weil ich Jesus liebe. Er ist ja das Wort Gottes. Und ich lese sein Wort, weil ich Jesus liebe, nicht weil ich muss. Und sie lieben nun auch den Herrn, weil sie Jesus lieben.
Kürzlich suchte ich meine Bibel kurz, ich wollte einen Bibelvers nachschauen und dann war meine Bibel irgendwo, habe ich sie verlegt. Und dann griff ich nach einer anderen Bibel, die lag dann im Wohnzimmer und ich schlug die auf und vergaß ganz, was ich wollte, weil ich am Staunen war. Alles voll, notiert, Randnotiz. Und ich schaute die Bibel an, total vergriffen und verbraucht. Bald verschlissen. Das hat mich so gerührt. Ich habe die Bibel aufgemacht und Gott gedankt, dass mein Sohn Gott liebt. Und seine Bibel ist viel zerlesener als meine in seinem Alter. Er macht es besser als ich. Ich habe Gott gedankt. Eine weitere Verantwortung, die gläubige Eltern haben, sie erklären ihren Kindern die Gerichte Gottes. Das ist ein Gebot, dass wir das tun sollen. In Joel 1, Vers 3 steht, erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Somit haben wir wenigstens 4 Generationen, die hier abgebildet werden. Gott sagt, erzählt es ihnen. Und Leute, wir müssen wissen, Gott übt Gericht über Sünde, auch wenn er sehr geduldig ist. Es dauerte 2000 Jahre, aber dann war der Geduldsbecher Gottes voll und floss über und er schickte die Sintflut über die Erde, auf der ganzen Welt zu sehen. Und für Leute, die nachdenken, absolut nachvollziehbar, erklärbar. Er hat in Babel die Sprache verwirrt als Fluch und Gericht über den Hochmut der Menschen. Er hat in Ägypten die 10 Plagen gegeben als Gericht über Pharao und das Volk Ägypten. Erklären wir unseren Kindern, dass Gott auch zornig wird über Sünde, über Götzendienst? Und das Volk Israel kam ja ins gelobte Land und als sie dann ankamen, haben sie Gott vergessen, obwohl sie es vorher versprochen haben, treu zu sein. Und Gott schickte verschiedene Gerichte, genauso wie er es angekündigt hat. Das Land verödete, es wurde zur Wüste, Kriege, Zerstreuung und Gefangenschaft kam über Israel, weil sie Gott vergessen haben. Und Gott sagt voraus, was noch in Zukunft auf dieser Erde geschieht. Es kommen Tage auf diesem Planeten Erde zu, wie es noch nie gewesen ist und nie wieder kommen wird, sagt die Bibel. Das liegt noch in der Zukunft. Das müssen wir unseren Kindern sagen, sagt Gott. Sagt es ihnen. So bin ich. Gott lässt sich nicht spotten. Das müssen Sie auch wissen, um Gottesfurcht zu entwickeln. Gott sagt in Joel 1, Vers 3, erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Kommen wir dem nach? Eine weitere Verantwortung. Mütter und Väter sollen ihren Kindern von den wunderbaren Werken Gottes erzählen. Das ist ja was Schönes, die wunderbaren Werke Gottes. Psalm 78, Vers 4. Das wollen wir ihren Kindern nicht vorbehalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Freunde, Gott ist gut. Er ist ein unendlich gutes Wesen. Er ist immer und überall gut. Das sollen unsere Kinder erfahren. Das dürfen wir ihnen nicht vorenthalten, sagt die Bibel. Wenn ich es also vorenthalte, ist es demnach nicht zielführend, es ist zielverfehlend, somit Sünde, sagt die Bibel. Auf keinen Fall verschweigen. Reden wir mit unseren Kindern darüber? Denn Gott ist mächtig und hat viele Wunder getan und das wollen wir unseren Kindern erzählen. Wenn du also eine Kanufahrt machst und siehst ein Fischlein im Wasser, das habe ich immer wieder gemacht, oh, da ist einer. Dann habe ich gesagt, schaut mal, aber nicht alle gleichzeitig, ja? So, und dann schauen wir und sehen ein Fischlein. Und dann sage ich den Kindern, sie sind, wenn sie klein sind, noch begeisterungsfähig. Schaut mal, Gott hat diesen Fisch gemacht. Sie staunen und wissen, Gott hat diesen Fisch gemacht. Weil sie mir glauben und weil sie begeistert sind von dieser Wahrheit. Hast du das deinen Kindern mal gesagt? Gott hat diesen Fisch gemacht? Wenn du spazieren gehst und siehst irgendwas in der Natur, hast du ihnen gesagt, Gott hat diese Blumen gemacht? Wenn dein Herz Gott anbetet, weil es Berge sieht, sagst du ihnen, Gott hat die Berge gemacht und die Berge gehören ihm? Erzähl deinen Kindern von den Wundern Gottes in seiner Schöpfung.
Erzähl ihnen vielleicht auch, wie wir als kleine Gemeinde, als kleine Herde dieses Gemeindehaus bekommen haben. Wir kamen hierhin mit leeren Taschen fast. Wie sollten wir das bezahlen? Und da sagte ein Freund mir, oh, ich denke, 1,7 Millionen. Und mein Herz rutschte mir in die Hose. Und ich denke, Mensch, woher nehmen? Und dann waren wir beim Architekten, sagt er, Wert 7 Millionen. Oh. Und du darfst ja nicht zu komisch gucken, ne? Du bist ja in der Verhandlung, musst du so tun, als ob du kannst und so, ne? Ja? Aber ich sagte, dir wird ganz, ganz anders. Du sitzt da und denkst, Herr, was mache ich hier? Wenn die wüssten, wer vor ihnen sitzt, die hätten uns noch nicht mal einen Kaffee angeboten. Und Gott hat sich verherrlicht. Es kamen Hunderttausende Euro zusammen, ohne einen einzigen Spendenaufruf, weil Gott das Gebet seiner Kinder gesehen hat. Und Wunder tut. Er kann das. Erzählst du ihnen davon oder hast du es schon vergessen? Ich habe mir vorgenommen, das nicht zu vergessen. Ich freue mich, dass einige immer wieder dafür beten. Danke, dass wir in diesem Gemeindehaus sein dürfen, dass du dieses Wunder getan hast. Gläubige Eltern bringen ihren Kindern auch bei, auf Gott zu hören. Mose sagt in 5. Mose 32, Vers 46, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und hier verwendet Mose ein hartes Wort der Pädagogik. Er sagt, damit ihr euren Kindern gebietet, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Noch einmal, hin und wieder müssen wir unseren Kindern sagen, das machst du nicht. Das ist nicht so, ist egal, Hauptsache der lässt mich in Ruhe. Wir müssen die Endanschläge Gottes weitergeben und gebieten und sagen, so nicht. Du willst ja auch nicht, dass jemand dir das antut. Wir stehlen nicht, wir lügen nicht, so nicht. Das ist so wichtig, dass wir das weitergeben. Denn es geht auch um Gott und sein Gesetz und nicht nur um das Zwischenmenschliche allein. Auch das kostet viel Mühe, den Kindern zu helfen, Gottes Wort zu befolgen. Eine weitere Verantwortung der Eltern: Eltern segnen die Kinder. Hebräer 11, Vers 20, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und bis heute sprechen wir miteinander, wenn es um irgendetwas geht, ja, eine Anschaffung oder was. Und dann überlegen wir immer und immer wieder sage ich bis heute meinen Kindern, was steht geschrieben? Dann ist irgendwie so eine Sache und dann denken wir, was sollen wir machen? Sollen wir ja oder nein? Und ja, was steht geschrieben? Und oft kommen wir zum Ergebnis, das ist nicht ganz korrekt. Alles gut, aber das ist nicht korrekt. Dann lassen wir es bleiben, obwohl das Angebot so glitzert. Und das bewahrt uns vor den Konsequenzen von Fehlentscheidungen. Und dann kommt hin wieder mein Sohn oder meine Tochter und sagt ganz einfach, gibst du mir deinen Segen dazu, dass ich dies oder jenes mache? Ist fast schon eine Redewendung. Und sage ich, das ist eine gute Sache, du hast meinen Segen. Wir segnen unsere Kinder, wünschen ihnen das Richtige und geben ihnen unseren Segen. Eine weitere Verantwortung der Eltern: Eltern erbarmen sich auch über ihre Kinder. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Psalm 103, Vers 13. Und wisst ihr, was Erbarmen bedeutet? Ja, vielleicht ist das ein bisschen mehr in die Richtung der Frauen, mal etwas gnädiger zu sein und nicht so kleinlich. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ja, vielleicht gnädiger sein. Und hier wird ein Beispiel genannt von einem Vater, der sich erbarmt. So erbarmt sich auch Gott über die, welche ihn fürchten. Und wir sollen da nicht zu kleinlich sein, sondern uns erbarmen, wenn ein Kind was falsch gemacht hat, es trösten, ihm zwar sagen, dass es falsch war, aber nicht nur verurteilen, sondern wieder Mut machen, auf die Beine zu kommen. Eine weitere Verantwortung: Eltern versorgen ihre Kinder. Paulus sagt, dass Eltern sich um Kinder kümmern sollen und nicht umgekehrt. In 2. Korinther 12, Vers 14
Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Und ich freue mich, dass Gott uns in unserem schönen Land, in Deutschland, die Möglichkeit dazu gibt, unsere Kinder zu versorgen. Jetzt haben wir ja Frühling. Ja, es ist so schön, wenn man in die Natur schaut, wie das ganze Grün jetzt kommt. Und die Vögel bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf. In meinem Dach gibt es ein Riesengeschrei, da habe ich etwas falsch gemacht, deswegen haben viele, viele Vögel da Platz. Und sie ziehen dort ihre Jungen auf und diese Elternvögel geben ihnen ihr Zuhause. Sie wärmen sie, sie füttern sie, sie reinigen sie, helfen ihnen, bis sie flügge werden. Und wenn sie flügge werden, fängt der Stress erst richtig an, weil dann ist einer, der noch zwar fliegen kann, aber nichts im Kopf hat und sein Futter nicht findet, im Vorgarten, der andere im anderen Garten, der andere im übernächsten Garten und die quietschen und die Eltern haben Stress pur, denen dann die Mäuler zu stopfen. Und so ist es bei uns auch. Der eine ist in Leverkusen, der eine in Bonn, der eine in Köln, der andere in Overath. Alle müssen versorgt werden. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, naja. Und ich möchte mir selbst Mut machen, bald sind sie fertig. Und ich denke, nur noch 10 Jahre, das ist ja nichts mehr, nicht? Dann sind sie fertig, vielleicht ich auch. Aber welch ein Vorrecht, wir durften unsere Kinder mit Gottes Hilfe versorgen. Irina und ich hatten das Vorrecht, sie länger bei uns zu Hause zu haben, als die Vögel ihre Jungen im Nest. Ein schöner Spruch, den meine Frau mir gegeben hat: Eine Mutter hält die Hände ihrer Kinder nur für eine Weile, ihre Herzen jedoch für immer. Eine weitere Verantwortung: Eltern korrigieren ihre Kinder. 5. Mose 6, Vers 6 bis 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst oder dich niederlegst oder aufstehst. Im Grunde sollst du über Gott reden, überall. Die Frage, tun wir das? Auf den Wegen, im Urlaub, wenn wir zu Hause sind? Gläubige Eltern korrigieren ihre Kinder und raten ihnen dringend ab vor falschen Gedanken oder Wegen. Und wisst ihr, warum Gebote gut sind? Weil Gott uns gemacht hat. Er weiß, was gut ist für uns und was nicht. Und wenn wir ein Gebot übertreten, zerstören wir unser Leben. Und deswegen, Eltern wissen das und sagen so nicht. Gott hat gesagt, nein, wir halten uns daran. Wir bringen es den Kindern bei. Oh, wie viel geht schief, wenn Eltern dieser gottgegebenen Verantwortung nicht nachkommen. Ich war kürzlich auf einer Beerdigung und dort ist die gläubige Mutter gestorben. Der Vater jedoch, er glaubte nicht an Gott. Und jetzt traf ich auf die Söhne. Und was ich mit ganz großem Bedauern gemerkt habe, in Sachen Gott kein Anschluss unter dieser Nummer. Ewiges Leben, kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Vater, ein netter Kerl, aber er hat es versäumt, den Kindern Gottes Gebote, sein Wort und das Erlösungswerk Jesu weiterzugeben. Salomo wusste, und er hatte viele Söhne und er schreibt in Sprüche 10, Vers 1, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Und ein weiterer Vers, Sprüche 17, Vers 25, ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Ich weiß nicht, ob du noch eine Mutter hast, ob sie noch lebt. Wenn ja, dann danke Gott für sie. Aber ich möchte dich fragen, bist du eine Freude oder ein Kummer für deine Mutter? Und wir sehen, Beziehungen sind nicht nur eine Einbahnstraße. Nicht nur die Eltern haben Pflichten, sondern auch Kinder. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Liebe Geschwister in Overath und auch alle Freunde, ja, die Verantwortung der Eltern ist sehr groß. Es kostet viel Mühe, dem gerecht zu werden. Und das weiß ich. Ich bin ja auch schon seit über 25 Jahren Vater. Aber Gott hat nicht nur die Eltern in die Verantwortung genommen, sondern sehr stark auch die Kinder. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und zwar ist es ein Gebot Gottes an uns, und zwar nicht nur dann, wenn die Eltern super klug waren und erfolgreich waren und toll waren, sondern weil sie Eltern sind. Weil Gott die Rollen in seiner Schöpfungsordnung so festgelegt hat. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. So steht es mit Gottes Finger auf den steinernen Tafeln des Gesetzes geschrieben. Eltern nicht zu ehren ist Sünde bei Gott. Das müssen wir ganz klar wissen. Ich hatte immer Furcht davor, weil ich Probleme hatte, das wirklich komplett umzusetzen. Schauen wir mal nochmal in die Struktur der 10 Gebote, wie Gott das wichtig ist mit den Eltern ehren. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen und dir kein Bildnis machen. Das dritte: Du sollst den Feiertag heiligen. Das vierte: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und danach erst kommen Mord und Ehebruch und Stehlen und Falschzeugnisreden und Begehren deines nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Wir sehen also, im zwischenmenschlichen Bereich ist das Ehren der Eltern das höchste Gebot. So hat Gott das angeordnet. Natürlich sind die anderen Sachen nicht minder schlimm, aber Gott hat es so auf die steinernen Tafel geschrieben. Eltern nicht zu ehren ist Sünde bei Gott, und dieses Gebot ist ganz hoch angesiedelt, und die Übertretung zog damals im Volk Israel sogar die Todesstrafe nach sich. Da sehen wir, wenn die Strafen hoch sind, wie schlimm eine Übertretung ist. Warum setzt Gott das vierte Gebot an die oberste Stelle für den zwischenmenschlichen Bereich? Weil Ehre gegenüber den Eltern und ihrer Autorität der Schlüssel zur gesellschaftlichen Stabilität ist. Wenn das nicht funktioniert, geht eine ganze Nation kaputt. Und das Volk Israel durfte Aufmüpfigkeit von Kindern und Jugendlichen nicht dulden. Das hat Gott geboten. Aber Israel war ungehorsam. Sie hielten sich nicht an dieses Gebot und machten sich keine Gedanken drum, haben gesagt, was soll passieren? Und Gott hat es gesehen. Gott hat gesehen, dass die Israeliten ihre Eltern verachten. Und das stach ihnen ins Herz. Und er hat das nicht gebilligt, und es hatte Konsequenzen. Und das war ein Grund für Gott, Israel in die babylonische Gefangenschaft zu führen. Sie verloren alles, Besitz, Freiheit und Heimat, unter anderem wegen dieser Sünde. Wir lesen in Hesekiel 22, Vers 7, Israel, man hat in dir Vater und Mutter verachtet. Gott hat das über eine ganze Nation gesehen. Meinst du, er sieht es auch bei uns? Und dann lesen wir einige Verse weiter, Vers 15. Ich will dich unter die Heidenvölker versprengen und in die Länder zerstreuen. Vers 16. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Gott versteht hier keinen Spaß. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer die Geschichtsschreibung kennt, weiß, es kam genauso, wie Gott vorausgesagt hatte. Israel kam in die babylonische Gefangenschaft. Freunde, wer die Bibel liest, weiß, dass Gott das Gebot sehr ernst nimmt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das ist wichtig. Für uns heute ist dieses Gebot ebenso gültig, denn der Apostel Paulus wandte diese Verheißung auf den gläubigen Christen an. Und wir lesen Epheser 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also, für uns gültig. Ich möchte ein Beispiel erzählen, was ich in meiner Anwendung gesehen habe. Ich will damit nicht mich irgendwie gut darstellen, aber ich möchte umso mehr Gott
ehren mit diesem Beispiel aus meinem Leben, wie er sich in meinem Leben verherrlicht. Ihr wisst ja, ich bin mit 15 Jahren gläubig geworden an den Herrn Jesus. Ich habe eine Predigt gehört, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus für mich ans Kreuz ging und dass, wenn ich mich zu ihm bekehre, dass er mir alles vergibt. Und dann habe ich mich bekehrt mit 15. Damals wohnte ich noch zu Hause und ich kannte diese Bibelstelle und ich habe oft gebetet, Gott, helfe mir, meine Eltern zu ehren. Helfe mir, ihnen zu gehorchen. Das war nicht immer einfach, eigentlich überhaupt nicht einfach. Ich habe sicher auch einiges falsch gemacht. Und ich weiß, mein Vater hat mich nie gelobt. Aber vielleicht habe ich es auch nur vergessen. Vielleicht hat er mich gelobt und ich weiß es nicht mehr. Aber vor kurzem haben seine Enkel ihn besucht und dann sagte mein Vater zu einem meiner Söhne, euer Vater war immer gehorsam. Und mein Sohn kam nach Hause und erzählte mir davon. Und ich musste an Epheser 6, Vers 1 bis 3 denken. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und mir wurde eins nochmal deutlich beim Nachdenken. Ich habe mich gefragt, warum geht es mir so gut? Warum bin ich so beschenkt? Warum habe ich keine rebellischen Kinder? Warum sagen meine Kinder nie der Alte und eine abschätzende Bewegung? Warum trifft es mich so gut? Warum kann ich mein Leben wirklich empfehlen und sagen, lebt so wie ich, weil es funktioniert so gut? Weil Gott gut ist zu mir. Gott ist immer gut. Gott ist auch gut zu dir. Gott ist immer und überall gut. Aber du bekommst ein gutes Leben, wenn du deine Eltern ehrst und ihnen gehorchst. Damit es dir gut geht, sagt Gott. Und als ich vor Wochen im Krankenhaus war, dann kommen ja verschiedene Gedanken. Ich hatte sehr hohes Fieber und ich sagte zum Herrn, Herr, wenn es zu Ende gehen sollte, dann soll es so sein. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Aber ich will dir danken für ein gutes und erfülltes Leben. Wenn du mich abrufst, werde ich im Himmel sagen, danke für jeden einzelnen Tag. Und es hätte nicht länger sein müssen. Du warst so gut zu mir. Ich habe auch viel Schlimmes erlebt, aber Gott war insgesamt so gut zu mir. Ich habe viel mehr Gutes bekommen, als ich je geträumt hätte. Danke. Und wenn Jesus sagen würde, das war alles, was ich für dich vorgesehen habe an Lebenslänge, dann würde ich ihm sagen, danke, Herr Jesus, für dieses volle Leben, in dem du mein Herr warst. Du warst so unendlich gut zu mir. Und ich hatte so einen Frieden. Und dann war es mir schon fast egal, was mit meiner Gesundheit wird. Ich wusste, alles geklärt. Gott ist gut zu mir. Und Freunde, mir geht es wirklich gut. Warum? Nicht, weil ich ein toller Kerl bin. Weil Gott der Grund ist. Er beschenkt mich und er segnet mich. Auch meine Kinder, auch meine Frau. Gott sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Vielleicht im Umkehrschluss, wenn dein ganzes Leben Schrott ist, dann frag dich mal, woran das liegt. Gott sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und hat zwei Ziele damit. Erstens, Gott stellt die Ehre der Eltern sicher und schützt sie vor frecher Aufmüpfigkeit seitens der Kinder. Und zweitens, Gott gibt dieses Gebot, damit es dir gut geht. Denn Gott ist ein unendlich gutes Wesen, das gute Absichten hat mit dir, damit es dir gut geht. Heute ist Muttertag. Viele Gedichte wurden über die Mutter geschrieben. Lieder wurden über die Mutter gesungen. Muttertag, ein Tag, an dem wir unserer Mutter Danke sagen können. Ob das jetzt eine Supermami war oder nur normal, sag Danke. Und sie mal vielleicht anzurufen, ist vielleicht ein guter Anfang.
Du bist für deine Mutter ein Geschenk Gottes. Und Gott hat ihr sehr viel Verantwortung gegeben. Sie hat dich 9 Monate getragen. Bei mir waren es 10, ich wollte gar nicht raus. Und sie hat sich für dich abgemüht, ist für dich 1000 Male in der Nacht aufgestanden, hat dich immer ermutigt, erzogen, korrigiert, getröstet, dich ermahnt, den Endanschlag gezeigt. Sie war deine Taxifahrerin, Lehrerin, Anwältin und deine Ärztin. War oft verzweifelt über dich, aber sie hat durchgehalten, bis heute, wenn du sie noch hast. Gebe ihr den Ehrenplatz in deinem Leben, den Gott für sie vorgesehen hat. Denn Gottes Gebot lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Trugst du die Dornenkrone, für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Hast du für immer mir vergeben, du hast mich froh und frei gemacht, du schenkst mir noch.